Alles war dunkel. Ich war verloren. Ich hatte mich verirrt. Der 15. August und plötzlich war alles anders, wie sie so alleine vor der Schule gesessen war, so süß mit den strahlenden Augen und den blond-schwarzen Haaren. Ich musste einfach irgendwie ihren Namen herausbekommen und mit ihr ins Gespräch kommen. Mir ist damals nichts Besseres eingefallen, als sie zu fragen, ob sie Hunger hat und wir uns eine Pizza teilen wollen. Zum Glück hatte sie ja gesagt und sich nur vorgestellt. Ich heiße Sabrina, wie die Hexe. Und als sich dann das erste Mal unsere Blicke so richtig getroffen hatten, wusste ich auch warum. Sie hatte mich verzaubert. Ich sah in seine Augen. Ich sah Licht, Hoffnung, Liebe. Ich sah meine Zukunft mit ihm. Alles außenrum schien plötzlich verschwunden zu sein, die Zeit stillzustehen und nur noch wir beide zu existieren. In diesem Moment fühlte und wusste ich es, sie ist für mich die eine. Die eine, weil sie genauso ist, wie sie ist, weil sie einfach wunderbar ist, weil sie mich vervollständigt, weil sie mit ihrer Art, ihrer Spontanität und ihren Verrücktheiten mein Leben bereichert, weil sie mein Leben viel bunter macht und mir die schönen Dinge im Leben zeigt, sie mir zeigt, worauf es wirklich ankommt. Weil ich beendlich das Gefühl habe, angekommen zu sein. Ich liebe an ihm, dass er gelernt hat, auf mich aufzupassen. Dass er immer für mich da ist und egal, wie dunkel die Tage sein mögen, er hält mir das Licht und zeigt mir den Weg. Ich liebe an ihm, dass er mir jeden Tag zeigt, wie sehr er mich liebt. Er ist mein Engel, der mir geschickt wurde, um mich zu retten. Die Frau ist, an deren Seite ich alt werden will, weil sie mein wahr gewordener Traum ist, weil ich sie mehr als alles auf der Welt liebe.